Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung hier auf Gonna. Wir schauen uns jetzt die Map Rosendahl an, Version 1.0. Das Ganze kommt von Modder alles 9, gibt es in dem PC/Mac auch für die Konsolen. Ihr braucht das norwegische Gebäude-Pack, um diese Karte spielen zu können. Aber einfach Safe Game dann oder neues Safe Game auswählen, Karte auswählen und dann wird es automatisch über den Ingame-Mod-Hub heruntergeladen. Habt ihr keine Schmerzen damit. Nun kommen wir generell erstmal zu den Hardfacts der Karten. Wir haben hier eine europäische Karte vor uns, die in Norwegen spielt. Das ist an sich eine Standardkarte, die aber nochmal eingekürzt worden ist, wie ihr sehen könnt. Also ist eine relativ wilde Kartenform hier. Das Ganze ist angegeben als 2x2 Kilometer große Karte. Okay. Davon sind ungefähr 60% spielbar. Also von daher, jo. Wir haben keine Multifrüchte mit am Start, alles normal. Wir haben bis zu 10 Verkaufsstellen mit dazu. Ebenso gibt es keine Custom-Produktionen mit dabei. Alles soweit Standard, soweit schick, soweit schön. Wir starten bei Schwierigkeitsgrad einfach mit den Sektor 10 hier. Der ist ein relativ großer Sektor und auch relativ wild ausgeschnitten, wie ihr seht. Das beinhaltet in dem Falle aber einmal unseren Haupthof inklusive 4 Felder. Ne, Feld 73, 17, 21 und 10. Dabei ist die 10 eine Wiese, aber ne, im Endeffekt Felder. Startequipment kriegt er logischerweise auch mit dazu. Und das schauen wir uns jetzt erstmal an, denn das sieht alles soweit recht niedlich aus. Die Gebäude im norwegischen Stil, deswegen norwegisches Gebäudepack, was ihr benötigt. Ihr könnt dementsprechend auch im Baumenü das Ganze dann hier separat mit platzieren. Na, einmal hier das norwegische Pack selber und von der Karte habt ihr dann selber hier auch noch vereinzelte Objekte, die ihr da mit nutzen könnt. Nun, das Start-Equipment ist hier drin dementsprechend gut versteckt. Ne? Wir haben hier einen kleinen New Holland und dann haben wir jetzt hier oben ne, dementsprechend, oder was ist da oben? Ist ja eigentlich eine Ebene gefühlt. Ne? Kleineres Equipment hier, mit dem ihr arbeiten könnt. Ne, hier gibt es nochmal eine Etage nach unten. Mit dazu sieht auf jeden Fall alles sehr, sehr niedlich aus, muss man dazu sagen. Ne? Wie gesagt, das ist aber separater Mod, hat jetzt selber proaktiv nichts mit der Karte zu tun. So, dann machen wir hier Interaktionsflächen wieder an, dass man hier auch dementsprechend ein bisschen was sieht. So, wir sehen hier, das ist unser Bauernhaus, sprich können wir schlafen und das ist es gewesen. Ein Doku haben wir auch, mit denen könnt ihr spielen. Das ist ja mittlerweile auch nichts Neues. Hundehütte hier mit dazu. Hier noch ein paar Mähbalken mit drinnen. Neben den ganzen, seht ihr hier, ist das Ganze auch gleich noch anschließend hier ein Viehhandel. Beziehungsweise nicht ein Viehhandel, aber es ist im Endeffekt hier die Möglichkeit mit dazu, dass ihr das Ganze hier als Stall nutzt. Kleiner Kraftstofftank. In dem Falle hier noch mit drinnen, wenn ich mir das Ganze jetzt hier einfach mal 60 hier kaufe. Ne, da hört ihr, mäh, mäh. Haben wir dann dementsprechend Schafe hier mit drin. Dann haben wir einmal hier einen Mähdrescher gleich noch mit dazu. Ne, soweit auch schick schön. Haben dann dementsprechend für die Schafe hier, wo die Wolle dann einmal mit rauskommt. Ihr seht aber, ich kann hier klicken, wie ich will. Ich komme hier nicht rein. Ne? Also das ist per se zwar drin. Abladeflächen hier, integriertes Silo wohlgemerkt. Ne? Dafür ist das dann hier einmal mit dabei. Hier noch dementsprechend die Abladefläche. Aber ihr seht, ich komme hier runter. In dem Falle nicht. Und hier haben wir dementsprechend die Produktionsketten. Hier haben wir gleich noch Gras und Silage mit dazu. Also sprich, ich haue hier Gras rein, bekomme Silage dementsprechend mit raus. Dafür ist das Ganze hier, seht der Förderer, blub, könnt ihr hier ein- und ausblenden lassen. Ist vom Platz her gesehen gewagt, aber wenn es funktioniert, funktioniert. Ne? Also von daher, why not, why not? Ne, ist aber alles schon ein bisschen enge, aber interessantes Gebäudepack da noch mit dazu. Ja, ansonsten ist das Ganze hier von der Fläche her gesehen recht übersichtlich. Ne, ihr seht, die Felder generell sind nicht nur quadratisch praktisch gut, sondern die haben schon die teilweise wildesten Formen. Ne, wird den einen oder anderen erfreuen. Es gibt nur welche, die relativ gerade sind. Ne? Aber die meisten haben irgendwelche Ecken, Wendungen, starke Kurven mit drin oder sind einfach teilweise sogar rund, wie hier oben, auch wenn es noch ganz kleine Felder sind.
Ne? Aber ist auf jeden Fall vielleicht dementsprechend herausfordernder als dieses übliche quadratische. Das Startequipment selber ist auch relativ weit verteilt. Ist zwar alles in den Sektor, der uns gehört, also den wir kaufen können, oder der gekauft ist in dem Fall auf einfach, ne? Aber seht, wir haben hier noch einen Ladewagen, wir haben hier noch einen Wender mit dazu, ne? Innerhalb der Wiese hier mit verteilt. Manche Felder sind schon angesät, andere wiederum liegen halt brach. Wir haben jetzt hier in der Nähe noch eine Kirche und da haben wir viel Standardgebäude mit dazu. Aber generell seht ihr hier schon, ne, ist ein paar Details hier mit dabei. Ne, zum Beispiel hier ein kleinerer Parkplatz mit drin. Oder wir haben hier Wegweiser, ne, wo wie was hingeht. Ne. Also von daher ist das eigentlich schon mal ganz, ganz nett gemacht. Ne, und so eine schöne Gegend oder so eine schöne Hofgegend hier mit Dings am Hang hat man auch relativ selten. So, ansonsten können wir uns ein bisschen mal über die Karte hier mit bewegen. Denn ein paar Besonderheiten haben wir in dem Falle auch noch mit dazu gegeben. Wir haben natürlich noch eine BGA, ne? Ist klar. Wir haben einen Zug, der hier unten verläuft. Den schauen wir uns dementsprechend auch gleich mit an. Der dient, weil wenn der eine oder andere sagt, der ist ein bisschen kurz die Strecke, der dient eher mehr dazu, ebenfalls laut Beschreibung, dass man das Schweinefutter mit verkaufen kann. Wir haben Aussichtstürme mit auf der Karte und wir haben auch Sammelobjekte, 100 Stück, Käseecken in dem Falle, also die französische Sammeloption war das, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Wo man den Käse sammeln konnte, wo ihr dann auch dementsprechend wieder etwas Bonus bekommt. Das Highlight generell aber an der Karte ist der Fjord, das ist das hier, ne? Nimmt dementsprechend hier unten links auch einen nicht geringen Anteil der Karte mit ein, aber da haben wir dementsprechend den Fjord hier und um den Fjord herum sind dementsprechend einige, ja, Interaktionspunkte, die man halt nutzen kann. Das hier zum Beispiel ist der Händler, relativ simpel gehalten, ist halt eine Halle, die offen ist, Werkstattsymbol, Händlersymbol, hier laden sogar dementsprechend Leute durch. Wir haben sogar hier, gehört uns wohlgemerkt, einen Gabelstapler, um Paletten und Co. zu verladen. Ist auf jeden Fall schon mal ganz nett. Das ist hier unten mit an den Fjord mit dran. Ansonsten gibt es halt hier dementsprechend Verkaufsstellen, die damit dazu dienen. Punkt ist ein bisschen zu hoch oder das Gebäude ein bisschen zu klein, je nachdem. Ne? Sieht auf jeden Fall ein bisschen komisch aus. Ansonsten ihr Bootsanleger, da könnt ihr überall hinlatschen. Ne? Das ist jetzt nicht das Problem. Hat ihr überall Colli. Auf jeden Fall eine nette Sache, die da hier auch mit dabei ist. KI-Verkehr gibt es in dem Fall natürlich auch. Ganz klassische Hase. Ansonsten haben wir dann hier unten um den Fjord herum noch ein Sägewerk. Das ist das hier. Ist jetzt auch nur eine Halle zugegebenermaßen, aber ihr seht schon, ne, das sind so Gleise verlegt, also das Ganze soll so ein bisschen, ne, Holzschwimmdings, ne, wie man es halt auch so kennt. Deswegen auch die Abladestation hier, beziehungsweise hier, ne, Holz verkaufen und dementsprechend hier die Interaktion mit der Produktionsstätte. 100.000 ist in dem Fall natürlich auch ganz angenehm, ist ganz klar, wenn man denn genug Geld hätte. Ne, können wir kaufen und dann sehen wir Holz, Bretter und Hackschnitzel. In dem Falle kommt er hier mit raus. Ne, das ist eine nette Sache. Und hier sehen wir zum Beispiel so eine Käseecke. Ne, und die kann ich einsammeln. Und dann kriege ich schon mal 10.000. Ne, also, so ist es nicht. Augen offen halten, dann klappt es auch mit dem Geld. Ansonsten ist rund um den Fjord auch viele Produktionsstätten hier mit verbaut. Sind größtenteils Standardgebäude mit dazu. Schreibt, da hat der Modder aber auch geschrieben. Ist seine erste Karte oder sein erster Mod, den er generell gemacht hat. Deswegen gibt es jetzt hier nichts großartig Custom-mäßiges mit dazu. Ihr seht halt hier die Müsli-Fabrik mit dazu. Dann haben wir hier hinten die Schreinerei, die wir da kaufen können. Das läuft alles nach dem Standard-LS-Prinzip ab. Muss ich euch, denke ich mal, nicht mehr erklären. Das wisst ihr ja mittlerweile. Nur ansonsten hier und da, ne, so ein paar kleine Unterstände hier mit dazu, beziehungsweise die gegebenenfalls noch als Verkaufspunkt mit dienen. Ne, Gesteinsbrecher hier für Kalk und Co. ist dann hier noch mit alles mit drin. Kaufsilos und Co. Ne, und wie gesagt, Gebäude um Gebäude um Gebäude. Ne, und das halt hier als um den Fjord herum als kleinere Stadt, ne, die dann hier ist. Vorne ein bisschen, sagen wir mal, gewagt, ne, also von der Geschwindigkeit her, dafür, dass es hier Stadtzentrum oder Inne ist, aber ja. Ne, ansonsten hier und da ein paar Einfamilienhäuser, relativ große BGA, wie ihr hier seht, die ihr mit nutzen könnt. Voraussetzung ist da dementsprechend natürlich, dass euch das Gelände gehört. Ne, einmal kaufen. Zack, habt ihr halt Zugriff drauf, wie immer halt. Standard, 4 Silos mit dabei, ne,
Oder drei Silos? Ja, drei Silos. Ja, stimmt. Aber wir könnten ein viertes theoretisch gesehen, wenn er eh ein Dings weglässt, könnte er auch noch ein viertes hinplatzieren. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Mit dazu zu nehmen. Und ja, ne, zieht sich das halt hier weiter. Ne, das kennen wir hier schon aus der Ehrengrad. Ne, die Käserei steht dementsprechend auch hier noch mit dabei. Da ist auch doch der nächste Käse. Und wieder 10.000. Ne? Ja, seht ihr, das ist halt hier 1:1 aus der Ehrengrad halt übernommen. Na, könnt ihr dementsprechend auch hier kaufen. Na, bam, läuft das Ganze. Das Ganze ist aber hier ein bisschen auf Norwegisch teilweise noch übersetzt hier. Hm, ist auf jeden Fall ganz nett, ein bisschen custom-mäßig. Na, aber ansonsten steht halt hier überall in der Käserei Ehrengrad mit dabei. Aber hey, okay, dafür, dass es das allererste hier ist, ist es ja vollkommen in Ordnung. Kann man ja später immer noch weiter personalisieren in den nächsten Projekten mit dazu. So, ansonsten ist die Landschaft eigentlich ganz nice gemacht. Ne? Ihr seht also, der Hintergrund ist halt so aus der Ehrengrad generell wieder genommen. Ne? Das kennt man ja mittlerweile schon. Aber ihr seht, wir haben relativ hohe Gefälle mit dabei. Also relativ große Höhenunterschiede mit drin. Ne? Es geht teilweise mal richtig steil hoch und dementsprechend auch wieder mit runter. Gerade wenn man jetzt nicht mit dem größten Equipment spielt, was auf der Karte auch nicht wirklich Sinn macht, muss man dazu sagen. Es gibt zwar einige Felder, die sind relativ groß, aber ansonsten kommt man hier eigentlich mit kleinem bis mittleren Equipment ganz gut mit durch hier. Ne? Und gerade hier oben, wo es dann auch ein paar kleinere Felder insgesamt gibt, die ihr bearbeiten könnt, ne? Sieht das aus, wäre das ja Privatbesitz, aber nee, die könnt ihr auch alle mit bearbeiten. Ist das eigentlich schon ganz nett und ist gegebenenfalls auch für den einen oder anderen vielleicht etwas anspruchsvoller als wie halt permanentes Flachland mit dazu. Was man sich hier halt einlassen muss, ist halt generell die Standardgebäude, die halt überall mit dabei sind. Ne, aber ansonsten ist das eigentlich alles machbar. Hier haben wir einmal die Zugstrecke, ne, inklusive die Viehstelle, die wir hier noch unten einmal mit dazu haben. Das sieht jetzt hier noch nicht aus. Wenn ich das Ganze jetzt aber einmal kaufe, seht ihr, dann geht hier Schweinestall groß und Co. alles mit auf. Ne, könnt ihr euch dann kaufen. Könnte man auch als zweiten, dritten Hof, je nachdem, nutzen. Ne, als erweiterten Standard mit dazu. Dann habt ihr hier halt Überladesilos. Vom Zug auf Trailer oder dementsprechend andersrum. Hab dann auch die Option, den Zug zu mieten. Und der Zug ist halt auch nicht lange unterwegs. Ne, ihr seht, wenn ich das Ganze jetzt hier mal kurz nach oben fahre. Ne, das geht einmal hier hinten lang. Bam, 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 geht dann hier und endet wieder hier. Also das ist wirklich rein weg nur im Kreis. Ne? Also wirklich reinweg nur im ganzen Kreis. Hier habt ihr dann noch dementsprechend einen Kuhstall und dementsprechend das Bauernhaus mit dazu. Also sprich, das könnt ihr ebenfalls als separaten Hof mit nutzen, wenn ich jetzt nicht gefettfingert hätte. Das gehen wir mal hier wieder mit dazu. Ne? Obwohl ihr jetzt hier nicht gerade viele Unterstellmöglichkeiten habt. Ihr habt zwar ein bisschen freie Fläche und so. Ansonsten ist das Ganze eher hier auf, okay, hier steht ein Stall. Könnt ihr nutzen oder auch nicht, je nachdem, wie halt wie es euch beliebt ist. Und ihr seht auch, wir haben hier die ganzen Icons außerhalb, sprich, das ist auch alles nicht betretbar. Das heißt, wenn ich jetzt hier mir einfach mal so eine Holsteinkuh hier hole, 200 Stück passen ja rein, wie schon bei den Schafen auf unseren Hof gesehen, da seht ihr jetzt nichts außerhalb. Ne, und betreten könnt ihr es in dem Fall auch nicht. Man hört es zwar, mu, aber ich kann ja machen, was ich will. Ich komme hier nicht rein. Ne, deswegen sind die ganzen Icons auch außerhalb, weil es auch nicht so gewollt ist. Ne, dafür habt ihr halt hier, wie gesagt, ein Farmhaus, was zu diesem norwegischen Gebäudepack halt mit dazugehört, wo ihr halt hier auch mit schlafen könnt. Also mehrere Standorte für Höfe gibt es da in dem Falle auch noch mit dazu. Ansonsten vom Fjord aus gesehen gibt es da noch einzelne Flüsse, nenne ich es jetzt einfach mal, die dementsprechend durch die Karte fließen. Da könnt ihr euch kostenloses Wasser abholen. Ne? Falls ihr dafür nichts bezahlen wollt, je nachdem wie tief oder wie nicht tief das Ganze ist, ne, müsst ihr dann dementsprechend da runter. Hier und da ein paar kleinere Wasserfälle, nenne ich es jetzt einfach mal, sind auch mit dabei. Ne? Oder hier, dass das an den Feldern zum Beispiel so entlang geht, ist auf jeden Fall ganz nice. Hier zum Beispiel mit dem Übergang, ne, dass man hier so ein Tor hat, kann man auch öffnen. Zack. Ne, dann kommen wir über so eine kleine Holzbrücke, geht hier weiter. Ist schon niedlich gemacht, muss man wirklich sagen. Ist schon niedlich gemacht und da könnt ihr halt hier dementsprechend euer Wasser mit rausholen. Und das Ganze zieht sich auch sehr, sehr weit durch die Karte. Ne? Das kommt jetzt zum Beispiel von hier oben, zieht sich dann nach da unten hin und fließt dann halt alles Richtung Fjord. Ne? Also von daher
ist das Ganze hier sehr, sehr schön mitgemacht. Ich sage mir generell immer wieder für Leute, die, wie gesagt, mit Bergen was anfangen können, ne, generell ein bisschen hügelig und das Ganze auch ein bisschen kleiner mögen, ne, weil, wie gesagt, mit großem Equipment werdet ihr hier nicht, denke ich mal, nicht allzu glücklich werden, jedenfalls nicht bei den relativ schmalen Straßen dazu, dann ist es auf jeden Fall was. Ihr habt im Übrigen noch einen Tierstall, ne, müsst ihr dann auch noch kaufen. Gleiches Prinzip mit dazu. Für den könnte die Karte hier durchaus was sein. Ich meine, ist auch ein relatives, muss ich gerade mal kurz gucken, ja, ist ein relatives Schmalgewicht mit nicht immer 200 MB, muss man auch mit dazu sagen. Von daher kann man das durchaus hier schon machen. Atmosphäre hat es auf jeden Fall. Ne? Also dafür, dass das jetzt die erste Karte von dem Modder ist, laut Beschreibung, ordentlich gemacht. Ohne Frage. Ne? Also wirklich, wirklich ohne Frage. Sauber, sauber. Ne? Kann man ruhig mal in die Hände klatschen. Von daher passt das schon. Ne? Gerade hier, also der Fjord ist halt mit am schönsten, muss ich dazu sagen. Ne? Das passt auf jeden Fall. Auch wenn die Brücke hier hinten im Nirgendwo endet, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Dit wege, dit wege, dit wege. So, wenn wir uns dann noch einmal hier den Lok anschauen, sehen wir, der ist soweit auch erstmal sauber. Soweit gut. MB habe ich schon angesprochen, wir haben hier 117. Ne? Ist ein wirkliches Leichtgewicht gut, ist auch eine relativ kleine Karte, ne? Aber prinzipiell kann man das machen. Wir haben hier auf kompakten Raum eigentlich sehr viele Details, von daher lohnt sich da für die, die Bock drauf haben, definitiv mal einen Blick drauf. Das kann nicht schaden. Nun, Download-Link inklusive Bewertung, wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, Abo da, wenn es euch gefallen hat und bis dann, haut rein. Tschüssikowski, tschüss.